Herzlich willkommen in der Romanfabrik, zum Corona-Kanal. Wir haben heute Silke Scheuermann zu Gast. Mein Name ist Friederike Mittelhoff. Ich bin seit dem letzten Jahr an der Goethe-Universität Juniorprofessorin für Neuere Deutsche Literatur mit dem Schwerpunkt Romantikforschung und habe meine Kollegin Barbara Thums aus Mainz dabei, die eben auch noch mal kurz sich vorstellt. Genau, mein Name ist Barbara Thums. Ich bin Professorin für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Mainz und meine Schwerpunkte sind das 18. Jahrhundert und die Gegenwart. Und was die Nähe zur Lyrik von Silke Scheuermann ausmacht, ist mein Interesse zum Verhältnis von Literatur und Ökologie und vor allem auch zur Wissenspoetik von Idylle und Moderne. Genau, und Barbara Thums und ich haben gemeinsam in diesem Semester mit den Studierenden aus Mainz und Frankfurt in einem Rhein-Main-Universitätsgeförderten Projektseminar, das sich mit Blütenlesen, neue Lektüren des Pflanzlichen beschäftigt, intensiv mit lyrischen, aber auch Prosatexten des 18. und 19. Jahrhunderts beschäftigt und uns da vordergründig gefragt, in welchen Zusammenhängen Pflanzen hier dargestellt werden, in welchen Kontexten innerhalb von künstlerischen Zusammenhängen Pflanzen eine Rolle spielen. Und wir fragen innerhalb dieses Seminars aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive danach, wie die Bedeutung und Beteiligung von pflanzlichen Elementen neu austariert und ausgelotet werden kann, nämlich auch jenseits eines nur symbolischen und allegorischen Sinns. Also, was bedeuten Pflanzen aus einer ganz materiellen und trotzdem mit Bedeutung aufgeladenen Perspektive? Und wenn man über Lyrik und Pflanzen nachdenkt, dann ist man natürlich ganz schnell bei Silke Scheuermann und wir freuen uns, dass sie unserer Einladung heute hier gefolgt ist. Silke Scheuermann, man muss sich gar nicht groß vorstellen, hier in der Romanfabrik kennt man sie natürlich. Ich möchte trotzdem ein, zwei Worte noch über sie sagen. Silke Scheuermann ist Lyrikerin und Prosaautorin und in dieser Kombination hat sie sich auch seit Jahren einen Namen gemacht. Sie studierte Theater- und Literaturwissenschaften hier in Frankfurt und war im Wintersemester 2017/18 zurückkehrend hier als Poetik-Dozentin an der Goethe-Uni. Und da ist auch dieses schöne Büchlein, wenn man das hier sehen kann, gerade noch dunkel genug als Vorlesungsmanuskript erschienen, 2018. Für ihre Prosa und Lyrik hat Silke Scheuermann zahlreiche Stipendien und Preise erhalten. 2014 war das der Hölty-Preis für Lyrik, 2016 der Bertolt-Brecht-Preis und natürlich nicht zuletzt 2019 die Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt am Main. Pflanzen und Tiere spielen in Silke Scheuermanns Texten eine besondere Rolle, sei es als Protagonisten und als sprachmächtige Akteure, im Zusammenspiel von Metapher und Materie, als Ingredienz oder Fundament von Landschaften und Naturbildern. Besonders prägnant wurde Silkes Interesse für das Leben und Potenzial des Pflanzlichen in ihrem vorletzten Lyrikband, die Skizzen vom Gras, 2014 erschienen, aus dem sie heute auch lesen wird. Beim genauen Hinsehen wird aber auch in ihren früheren Lyrikbänden erkennbar, dass sich die Texte an den materiellen, semiotischen und symbolischen Ebenen des Pflanzlichen abarbeiten. Blumen und Bäume sind hier mal metaphorisch, mal konkret leiblich, mal zugleich bildsprachlich als auch materiell zugegen. Es wird gewachsen und gewuchert, eingehegt und gegärtnert und an verzweigten Sinn- und Symbolebenen gesät, gehegt, gestutzt und gepfropft. Mit dem Band Skizzen vom Gras, liebe Silke, scheint allerdings jetzt auch im Vergleich zu den anderen lyrischen Texten eine neue Aufmerksamkeit für die gerade in westlichen Kontexten ja doch eher vernachlässigten Pflanzen in Texten stattgefunden zu haben. Kannst du vielleicht noch mal reflektieren, zurückgehen 2014, was hat sozusagen diese Annäherung an das Pflanzliche, aber das ist auch die Flora und Fauna, ne? Sind ja Tiere auch prägnant vorhanden. Was hat sozusagen diese Annäherung bedingt damals?
Es ging mir tatsächlich darum, dass man neue Naturlyrik anders definieren muss. Und ich hatte versucht, es ist schon eine Weile her jetzt, auch über die Problematik heute so zu schreiben, dass es trotzdem einfach schön in Anführungszeichen klingt. Also die, über ausgestorbene Pflanzen und eine Art von Vision zu entwickeln, die ein Bild schafft, das der heutigen Zeit angemessen ist. Mhm. Ohne einzelne Titel zu benennen, die keiner weiß, ohne allzu, einerseits allzu naturwissenschaftlich akribisch zu werden, aber auch nicht auf die Art von Kulisse wieder reinzufallen, die dann irgendwie das nur so nebenbei oder als außen, wir laufen hier durch den Wald, sieht. Das ist die eine Idee gewesen eigentlich. Da ich von Theaterwissenschaft tatsächlich herkomme, war das früher, oder im allerersten Gedicht bei der Tag, an dem die Möwen zweistimmig sangen, oft so, dass ich einfach denke, ein paar, oder ich habe sehr viel von Menschen immer gesprochen, es gibt viele Dialoge in den Gedichten, und diesen Disput zwischen zwei, eben einfach Menschen, zwei Partnern oder Liebenden oder Feinden, und die Natur war außenrum. Und ich glaube, in der Zeit hat sich auch einfach insgesamt das Bewusstsein verändert. Und ja, und dann habe ich eben versucht, mal die Kulisse sprechen zu lassen, die nicht mehr die Kulisse ist, selbstverständlich. Mhm. Ungefähr so. Genau, jetzt Center Stage sozusagen. Ne? Und wie du jetzt gerade nochmal gesagt hast, also 2014 oder jetzt nochmal ab die 2010er Jahre schlagen ja in zwei Richtungen nochmal gewichtig aus, nämlich einmal könnte man sagen, also neue Naturlyrik, aber vielleicht auch die Lyrik des Anthropozäns, ne? Auch so ein schwieriger Begriff, aber dennoch hochrelevant, also das Zeitalter des Menschen, in dem sozusagen ja die Grenze, die man vermeintlich immer zwischen Natur und Kultur angenommen hat, eigentlich kollabiert, ne? Wo so klar wird, dass der menschliche Einfluss auf die Natur irreversibel in dem Sinne ist. Ne? Und auf der anderen Seite, wie du auch gesagt hast, so ein gesellschaftliches neues Bewusstsein für Relevanz des Pflanzlichen, für die Atmosphäre, für existenzielle Grundlinien menschlichen Lebens. Also Pflanzen können ohne uns Menschen wahnsinnig gut klarkommen, andersherum gar nicht. Und auch da scheint es ja so in diesen Nullerjahren irgendwie so eine Wende gegeben zu haben. Hast du das mit aufgenommen, diese Debatten? Du hattest das gerade schon ein bisschen angedeutet, oder? Nee, so gar nicht, weil ich schreibe ja innerhalb dieser meiner eigenen Welt und kann dann nur sehen, wie Begriffe dann auf die Sache angewandt werden, die ich gemacht habe und wie dann irgendwas 10 Jahre später klassifiziert wird. Ich bin leider schon länger dabei. Aber was ich eben von der Tradition her gesehen habe immer wieder und was man auch versucht dann neu zu beleben, ist sowas wie, ich weiß nicht, ich lese einfach und Emily Dickinson hat über Rosen geschrieben, die Rose ist das Symbol der Liebe und all diese Sachen kommen vor, die denkt man heute automatisch mit, wenn man ein Gedicht liest, aber man kann so einfach nicht mehr drüber arbeiten. Das ist einfach die Sache. Ich lese erstmal was, bevor ich mich über mich selber erklären. Ich kann vielleicht noch mal von der anderen Seite fragen. Also man hat ja einen unheimlichen Hype in diesen ganzen Landlustmagazinen und mit diesen neuen Hinwendungen zur Natur. Und da ist ja auch eine große Gefahr, dass das in so eine kitschige Seite abdriftet. Ne? Man hat auf der einen Seite das Anthropozän und diese Bedrohungen und man hat ja fast das Gefühl, je größer die Bedrohungen werden, desto größer ist auch das Bedürfnis nach dieser anderen Seite, nach dieser Landlustseite sozusagen. Cool. Und vielleicht ist ja auch die Lyrik da eine Form, so eine dritte Stimme, die nochmal ganz anders, ohne sich auf eine der beiden Seiten zu schlagen, aber nochmal ganz anders von einer sehr subjektiven Seite her, ja auch als Form, Lyrik als Form, die subjektiv ist, sehr, sehr stark. Ja. Ich lese die Magazine auch alle wahnsinnig gerne, aber es ist jetzt nicht so, wenn ich ein Gedicht schreibe, dass ich versuche, dass ich denke, okay, ich nehme jetzt gesellschaftliche Strömungen auf. Das ist dann die Universität, die da so
das so sieht und das so in ihre neuen Begrifflichkeiten. Und man kann das wohl auch erst mit einem Abstand sehen, den ich zu meinen eigenen Sachen ganz klar nicht habe. Aber es gibt die Tradition und Gedichte bewegen sich in der Tradition, dass das Ich, das berühmte lyrische Ich, sich gegenüberstellt der ganzen Welt eigentlich. Und das ist eine ganz, ziemlich massive Geschichte. Nehmen Sie Emily Dickinson, die auf eine gewisse Art eben auch sich gleichsetzt mit dem ganzen Land oder The Meadows, It's Me oder so. Diese Geschichten, die gleichzeitig diese also ganz frühe, viel zu frühe eigentlich, Aneignung der Natur und eine Parallelsetzung mit dem Ich schafft an für sich und die heute noch gilt. Und da ist einerseits eine Demut da, finde ich, im Gedicht, immer schon gewesen. Und andererseits eben auch ja, diese Macht, die das Ich und die ganze Welt gegeneinander haben. Und dieses Gleichgewicht gibt es nur so nur im Gedicht, denke ich einfach. Ich spreche jetzt absichtlich als Lyrikerin, ohne ihre... Ja, nee, aber das wäre ja schon auch so ein Punkt, auf den ich gerade zusteuern wollte, dass es ja eine sehr individuelle Form auch der Wahrnehmung ist, dass man aber natürlich gleichzeitig in gewisser Weise in einer Tradition auch steht. Und es gibt ja auch so eine ganz alte Tradition, gewissermaßen mit Pflanzen auch zu sprechen, diese Blumensprache der Liebe und sowas nochmal neu anzueignen oder sich anders anzueignen und darüber einen Weg auch zu suchen, über Natur auch zu sprechen. Ja, ich denke, es sind zwei parallele Wege, die man, oder zwei parallele Arten, mit denen man groß geworden ist als Leser, mit romantischer Lyrik sicher auch, der Mond hängt dann da und diese ganze Spiegelung des eigenen Gefühls in der Natur. Und der zweite ist eben die reale Konfliktsituation mit Katastrophen heute eigentlich. Ja. Und ohne dass man das, wie jetzt Niklas Born oder sowas, als diese Anprangerung oder das alles ist kaputt Sache bietet und irgendwie cool findet. Wir sind heute relativ bewusst, denke ich, geworden, aber haben auch so eine Art von Problem mit dem, wie setzen wir es dann um? Ohne gleich in einen albern rebellischen Ton zu verfallen, ohne gleich wieder kitschig idyllisch zu werden. Und da so einen Mittelweg zu finden, der eben wieder die, und das ist mir sehr wichtig, dann das Ganze als Schönheit darstellt. Das ist der letzte Rest, den man noch im Sehen haben kann. Und es geht bei Gedichten, denke ich, auch immer ums Sehen. Wir wissen mehr über die Natur und wir sehen deshalb auch mehr. Aber wie funktioniert das eigentlich und was sehen wir dann? Wir sehen keine Rose mehr. Wir sehen gleichzeitig noch, dass Gertrude Stein noch diese ganze Symbiotik hatte. Eine Rose ist eine Rose, ist eine Rose. Wir wissen, dass eine Rose ist Zeichen der Liebe. Eine Rose kann man unmöglich noch Rose nennen. Ich hatte ein Rosengedicht dann geschrieben, das heißt Gloria D., das ist diese überzüchtete Rose. Und trotzdem hoffe ich immer, das schwingt dann noch mit und für sich... Diese ganze Tradition ist mitgedacht schon, das muss ich damit sagen. Und man darf sich aber auch nicht verzetteln in einzelne Probleme der Naturwissenschaft. Vielleicht können wir uns einfach mal einen ersten Eindruck verschaffen und Sie lesen ein erstes Stück. Jetzt alle ausgestorbenen Pflanzen auf einmal. Also die Ausgestorbenen. Es sind die Pflanzen in den Schlagzeilen, nicht die auf der Wiese, in Wäldern und Sümpfen, Gärten und Parks. Es sind die Pflanzen, die in den Konjunktiv gezogen sind, weil wir sie umtopften in imaginäre Parks, Erdgeschichte, Kapitel. Jene, die Neubaugebieten gewichen sind, Umgehungsstraßen und Kraftwerken. Im Paralleluniversum riechen sie wunderbar. In diesem nur nach Papier und Listen, schlechtem Gewissen und hohem Gewinn. Wir befinden uns tief im Gestrüpp von Schuld, das über verlorene Schmuckstücke wächst, weggeworfene Ringe, Fußkettchen aus angelaufenem Silber. Vergeblich verhandeln wir alte Gefühle, suchen nach Bildern, die sich im Traum bewegen. In meinem Brustkorb funkelt mein Herz wie ein versteckter Kressesamen, ein Blättchen Löwenzahn. Schwaches Licht fällt auf etwas, das an die Wand gezeichnet ist. Und ich sehe, es sind die Bilder der ausgestorbenen Pflanzen. Für einen Augenblick
flüstern alle ihre Namen gleichzeitig und ihre Farben leuchten noch einmal auf, addieren sich zum Frühling, wie es ihn kaum je gegeben hat, wie er kaum jemals in Öl existierte oder auf Hochglanzpapier, wie er niemals in Fabriken hergestellt wird oder Industrieparks, gebaut auf dem Areal, das einst das ihre war, jetzt so wild überwuchert von etwas Neuem. Ich denke, kein Mensch kennt diese ganzen ausgestorbenen. Ich meine, es sind man weiß ja nicht mehr, wie viele Pflanzen heute ausgestorben sind. Zwischen 5 und 50.000 Millionen, die auf diesen roten Listen stehen, die man schätzt, dass es die nicht mehr gibt. Und diese Vision ist eigentlich eine, die der Erde dann trotzdem, was sie kann, was sie auch tut, das Recht zuspricht oder die Macht zuspricht, sich zu erneuern wieder. Genau, so endet es ja noch. Es kommt ja doch was Überwuchertes von Neuem. Siehe Tschernobyl oder irgendwie Gebiete, die wir versaut haben, da kommt trotzdem. Also das Leben setzt sich durch. Und das ist eine merkwürdige Art von Optimismus vielleicht, aber die ist eben eine, die zeigt dir das Menschen Demut auch vor der Natur oder vor dem Weiterleben. Ja, und vielleicht auch einfach die Notwendigkeit anzuerkennen, dass es gewissermaßen eine dystopisch auch überformte Natur auch nur noch sein kann, aber dass man vielleicht auch aufgefordert ist, daran auch die schönen Seiten zu sehen und sich nicht nur nach dem ursprünglich Schönen auch zurückzusehnen. Ja, ich denke, es hat auch eine merkwürdige Irrealität, die wirkliche Schönheit von Natur noch mal zu sehen. Also wenn wir an irgendwelchen entfernten Ecken der Welt oder man steigt an einen Berg hoch und sieht diesen Ausschnitt, den es aber wahrscheinlich auch schon 10.000 Mal auf YouTube gibt. Wenn man sieht diesen Wald, der hier an der Stelle vielleicht noch intakt ist, ist er aber gar nicht mehr, weil es ist ein Wald, der wurde auch gemacht. Also es gibt dieses Verhältnis von Natur und Kultur so gar nicht mehr. Und ja. Was mir jetzt, wo Sie es vorgelesen haben, nochmal aufgefallen ist, Sie haben vorhin schon von der Sichtbarkeit gesprochen. Und ich hatte jetzt den Eindruck, es gibt ja hier so eine Art doppelte Sichtbarkeit, könnte man sagen. Zum einen dieses neue Sehen, dass die Lyrik auch so ein neues Sehen von den Pflanzen, von Natur vermitteln kann. Und zum anderen aber auch den Pflanzen eine neue Sichtbarkeit jetzt in Form des Traums hier an der Stelle auch zu geben vermag. Also in dem Fall, denke ich, ist es eher so ein vages Verlustgefühl. Weil ich denke, Dinge, die man vermisst oder deren Verlust man anerkennt, da muss man zumindest den Namen davon kennen. Und das kennen wir einfach nicht. Also kennen Sie die ganzen Gattungenarten und ganzen Pflanzen, die inzwischen ausgestorben sind? Wir haben ja nicht mal Richtlinien dafür, weil die Vegetation im Ozean hat kein Mensch je, das ist ein großer Teil des Planeten, hat kein Mensch je irgendwie aufschreiben können oder listen können. Und da fängt es an, vage zu werden. Und das Gedicht schildert dieses vage und Schuldbewusstsein und gleichzeitig eben auch, was ich versucht hatte, war, wenn man sagt, verlorene Schmuckstücke im Gras, ist es wieder diese eigene Kindheit und dass wir eben auch nicht davon wegkommen, die Biografie zu haben und die Sachen damit zu vergleichen und mit eventuellen Kindheitsidyllen, die es vielleicht auch so dann gar nicht gegeben hat, ich weiß es nicht. Also ich kann immer nur sagen, dass das Gedicht, ich kann über andere Gedichte reden, also wie aber nicht über die eigenen in dem Sinne. Weil ich denke, das sollte das Ergebnis präsentieren, dass es als Gedicht ist. Ja. Diese biografische Aneignung, also mit den Pflanzen über die Kindheit, das scheint mir ja auch bei Skizze vom Gras einen Stellenwert zu haben. Insofern, als dass die Tochter des Architekten da ja sehr zentral ist. Willst du das vielleicht? Ja, ich denke, dass man als Kind dann doch eben andere die Sinne so ausgeprägt hat, dass man die Schönheit noch anders wahrnimmt und dass der Kontakt noch ein anderer ist. Ja, aber dass man daraus schöpfen kann auch. Also man kann schon den Eindruck gewinnen, es ist immer so eine sentimentalische Sichtweise auch, die sich dann so zurückerinnert. Also einerseits und dann aber wieder nach vorne schreitet und dann wieder in die Zukunft schreitet auch. Also es bleibt nicht bei dem Sentimentalischen, aber es ist immer so ein Absprung sozusagen, dann auch in solche Vergangenheiten, die dann aber wieder herausführen müssen in einen neuen und anderen Blick.
Blick in die Zukunft dann. Ja, wir koppeln natürlich Unschuld mit Natur in gewisser Weise, wobei die Natur an sich eben auch nicht auf die Art unschuldig ist. Wir wissen es nicht, oder? Nein. Ja, und auch, also ist ja auch ein verklärtes Bild von kaum Blut, alles sehr rein und heil. Das ist ja auch in dem Sinne nicht der, nicht der Fall. Magst du noch aus dem Skizzen vom Gras einmal... Genau. Ich lese das mit den Poetik. Das war ein Stück jetzt, genau. Ja, also im Idealfall entsteht beim freien Gebrauch jener eigenen Sprache, wie Valerie die Poesie nannte, im Gedicht ein Gewebe von Aussage und Klang, das völlig eigene, unvergleichliche Argumentationstechniken erlaubt. Dieses Gewebe kann nur so sein, wie es da steht, und es darf nur genau auf das Ende zulaufen, wörtlich, wie es im Text steht. Sinn und Form sind untrennbar miteinander verzahnt. Da lässt sich nichts paraphrasieren, zusammenfassen oder streichen, denn man kann keine Aussage, kein Fazit oder den einen und einzigen Gedanken aus einem Gedicht herausarbeiten. Der Gedanke ist das Gedicht, das da vor Ihnen auf der Buchseite steht oder auf der Bühne gelesen wird. Er will und kann sich nur so darstellen, er muss genauso gedacht und gesagt sein. Und ebenso verhält es sich umgekehrt. Was Sie da als Gedicht vor Augen haben, ist der Gedanke, genau so in diesen Metaphern, in dieser Diktion. Man kann ein Gedicht natürlich, so wie ich es oben versucht habe, interpretierend umtänzeln, abtasten. Man kann es auseinandernehmen und in Teilen betrachten. Wenn man sich bei der Annäherung desselben Zeichensystems wie die Vorlage selbst bedient, also der Sprache, fällt auf, was für eine Unmenge an Worten man anhäufen muss, um dieses komprimierte kleine Ding auch nur halbwegs einzukreisen. Sehen Sie nur, wie viele Worte ich oben gebraucht habe. Das bezieht sich auf eine Interpretation eines... Lovell-Gedicht, gebraucht habe, um ein kurzes Gedicht darzulegen, um den Inhalt eines kurzen Gedichts darzulegen. Wie jedes wahrhafte Kunstwerk lässt das Gedicht sich in seinem vollen Gehalt unmöglich in eine andere Sprache übersetzen, weder in die der Philosophie noch der Literaturtheorie oder Geschichte. Solche Untersuchungen mögen aufschlussreich sein, doch sie beleuchten immer nur Teile, Aspekte des Textes. Das wollte ich kurz noch zur Interpretation sagen. Und ich habe hier in der Poetikvorlesung in Frankfurt sehr viel über meine, wie ich selbst arbeite, was ich so lese, was ich so denke und dann auch, ja, was ich nicht verstehe, aber trotzdem lese. Auch wenn ich sie nicht studiert habe und meist populärwissenschaftliche Abhandlungen lese, profitiere ich doch als Dichterin ständig von den Erkenntnissen der Naturwissenschaft. Wenn ich mein Ich im Gedicht in Zusammenhänge bringen will, so ist es nötig, die Welt zu kennen. Was Dichter dazu beitragen können, die Welt zu verstehen, ist weit weniger konkret und auch nicht immer und schon gar nicht auf den ersten Blick so ganz leicht zu verstehen. Die Bildhaftigkeit, die das Gedicht zu einem Besonderen machen kann, es aus anderen hervorhebt und zeitlos macht, behält ihr Geheimnis und immer wieder schließt das auch Leser aus. Schließt Leser aus, leider. Dabei ist metaphorisches Sprechen an sich überhaupt nichts Besonderes, auch wenn die wenigsten sich dessen bewusst sind. Im Alltag benutzen wir ständig Metaphern, verwenden Tausende von figurativen Ausdrucksformen. Weil wir, jede einzelne Person, als Körper im Raum stehen und von dort aus die Welt betrachten, beginnt die Bildlichkeit unserer Alltagssprache schon in den einfachsten, ohne Nachdenken benutzten Worten. Das fängt schon an, wenn wir zu jemandem aufsehen, wenn wir ihn bewundern oder jemanden Duckmäuser nennen, der sich unterordnet. Wir reden von Unfug, wenn sich unsere Behauptungen nicht mal ansatzweise zusammenfugen lassen wie Steine, mit denen ein Mann eine Wand oder gar ein Haus gebaut hat. Der Fuß der Berge ist genauso eine Metapher wie die kühle Schönheit einer Frau, um deren Ausstrahlung es sich eben so verhält, dass wir zurückweichen wie vor einem eisigen Windhauch. Mir gefällt in diesem Zusammenhang die auf Paul Valéry zurückgehende Idee, dass Poesie eine Sprache innerhalb einer Sprache sei, die aber eine mit größeren Freiheiten,
weil sie sich nicht auf die äußere, sondern eine innere Wirklichkeit bezieht. Diese innere Wirklichkeit erlebt jeder Autor anders. Und er muss dafür eine neue Sprache, einen neuen Rhythmus und vor allem neue Bilder finden. Solche, die möglichst unvergleichlich sind, aber doch nicht unverständlich. Jeder Autor verwendet zur Darstellung seiner inneren Wirklichkeit für ihn brauchbares Werkzeug und er arbeitet mit den entsprechenden Bildern, mit Assonanzen, Alliterationen, mit dem Reim, mit Vergleichen und Gegensätzen. Und wenn er nichts Passendes im Handwerkskasten findet, so baut er eben auch sein Werkzeug selbst. Die Bildlichkeit ist ein Hallraum unerschöpflicher Möglichkeiten. Wenn nun aber eine Bildlichkeit, wie im Gedicht, sich nicht auf eine gesellschaftliche Wirklichkeit bezieht, sondern auf eine innere, wie verhält es sich da? Nun, zur Gestaltung dieser inneren Wirklichkeit hat der Autor zuvor das eine wunderbare Freiheit. Er kann beispielsweise Adjektive Substantiven zuordnen, die gemeinhin nicht als zugehörig empfunden werden. Dann darf der Engel wie bei Rilke schrecklich sein und die Milch schwarz wie in Paul Celans Todesfuge. Das wohl meist diskutierte Gedicht der neueren deutschen Literaturgeschichte beginnt mit dem Bild von der schwarzen Milch der Frühe, von der es heißt: Wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts. Je origineller, das meine ich nicht wertend, das kann gut sein oder schlecht, je origineller jemand seine innere Welt bebildert, desto schwieriger kann es für den Leser werden. Hin und wieder wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass auch ich gewagte Farbmetaphern verwende und grün nicht die Farbe des Schmerzes sei, ein Bild, das in einem meiner Gedichteskizze vom Gras vorkommt. Das Gras weiß, dass grün die Farbe des Schmerzes ist, steht da als Schlusszeile. Weil das Gedicht in der Zukunft spielt, in der alle Pflanzen bis auf ein spezielles Gras ausgestorben sind und um dieses hartnäckige, allgegenwärtige Restgewächs nun ein ziemlicher Kult getrieben wird, habe ich den Text bewusst mit diesem scheinbar widersprüchlichen Bild abgeschlossen. Gerade weil man grün als Farbe der Hoffnung kennt, hatte ich auf die Irritation des Lesers gezielt und ebenso darauf, dass man in einem zweiten Schritt eher intuitiv als analysierend versteht, dass da im Hintergrund eben doch noch so etwas wie Hoffnung winkt, auch wenn sie hier unmöglich scheint. Das Schöne ist, man kann über Gras und all die Pflanzen alles Mögliche schreiben und sie schweigen so herrlich. Skizze vom Gras. Es war das Jahr, in dem sie das Ministerium für Pflanzen auflösten, da die Erde nicht mehr genug Arten beherbergte, für die der Aufwand sich gelohnt hätte. Der Minister und seine Mitarbeiter wurden Verkehr und Technologie zugeschlagen, der Abteilung, die schneller wuchs als Organisches. Die letzten wirklichen Gärten waren die Vertikalen. Sie erforderten sorgfältige Konstruktion und sehr viel Pflege. Ein kostspieliges Hobby, das sich die wenigsten leisten konnten. Zum Glück blieben sie lange in Mode und als sie es dann plötzlich nicht mehr waren, praktisch über Nacht, hofften die Architekten auf ein Comeback. Wenn etwas Gras über alles gewachsen ist, behaupteten sie, sagen wir in 10 Jahren, maximal einer Generation, werden alle wieder danach schreien. Sie gaben ihre Pläne an die Kinder weiter mit dem Hinweis, man müsse nicht immer ganz von vorne anfangen. Wir kamen aus dem Nichts, sagten sie, aber ihr habt uns. Die Kinder schüttelten die Köpfe und wandten sich wieder ihrem Bildschirm zu. Es war überhaupt eine Zeit der Auflösung. Gras war das Stichwort. Das Einzige, was wirklich noch wuchs, war ein spezielles Gras mit unaussprechlichem Namen, daher einfach das Gras genannt. Die Architekten vergötterten es. Ihr Leben drehte sich um Gras. Die Bauherren waren nur Geldgeber, wenngleich manche verstanden, was vor sich ging. Die Kindheit der Männer war mit dem Geruch nach Gras verbunden gewesen. Alles Gute schien einmal darin gelegen zu haben. Osternester, Ausflugsdecken, Jungfrauen, spätere Mütter, deren Gesichter vor Erwartung weiß schimmerten. Zu Hause hatten wir die große Reproduktion einer Wiese an der Wand hängen. Henry Dargers Mädchen laufen durch das Gras einer Illustrierten, nackte, bewaffnete Kinder, Zwitterwesen. Sie sehen nicht unglücklich aus. Ich stand oft staunend vor dem Bild, als ich ein Mädchen war. Leben ist Verwundung.
jeder Körper wird früher oder später mit Material in Berührung geraten, das ihn altern lässt. Liebe, Sonne, Zeit. Trotzdem will er mit den Jahren immer mehr. Ein kompliziertes Muster aus Sehnsucht und Befriedigung beginnt sich zu bilden. Ein kleiner Dschungel aus allem, was Natur aushackt, gestaltet und wachsen lässt. Ab und zu durchquert ihn ein zynischer Eingeborener, den du von irgendwoher kennst. Ab und zu lässt du einen Touristen rein. Das ist aber auch alles, das reicht. Ich bin die Tochter des Architekten. Auch über meinem Schreibtisch hängen Stickereien mit Sprüchen wie Gras ist die sanfteste Habe, Büschel das schönste Wort. Ich gebe zu, ich glaube das. Gras ist ein ehrliches Gewächs, außerstande ein Leben in anderen Breiten zu führen. Gras schätzt den Raum, den wir ihm geben. Diese Dankbarkeit ist stumm, aber nicht wortlos. Sie findet Wirte. Manche Dichter sprechen in ihrem Namen wahre Dinge leise und schön aus. Wie das Gesummen der Bienen in einem Dickinson-Gedicht erfüllt es die Himmel unserer Fantasie. Ich bin die Tochter des Architekten. Ich sehe den Zufall und ich stelle mir vor, wie der Zufall mich sieht und über mein gelblich gefärbtes Haar lacht. Darüber, dass mir keine Farbe außerhalb der bekannten Palette einfällt. Rot, blond, violett. Rosa wäre auch möglich. Grün. Und dann? Alles hat Grenzen. Der Bruch der Konvention findet innerhalb der Konvention statt. Auseinandersetzungen über den Realismus sind obsolet geworden, weil wir alle Wirklichkeiten gleich behandeln. Gleich schlecht. Erstaunlicherweise ist Gras nicht nachtragend. Grün ist Wärme. Jeder Halm wird früher oder später umgetreten und erhebt sich wieder. Beweise liegen im Gras, können aufgehoben und näher betrachtet werden. Das Picknick etwa hinterließ Spuren. Außer Eiresten auch Plastiktüten und Alufolie. All das hatte Platz, wurde abgebaut, überwachsen. Das Gras blieb eine Zeit lang flach, wo die Decken lag. Alle vierblättrigen Kleeblätter waren ausgerupft worden. Es ist die Zeit nach den vertikalen Gärten. Hoffnung erstreckt sich ins Horizontale. Das Gras weiß, dass Grün die Farbe des Schmerzes ist. Sehr langes Gedicht. Sehr lang, aber sehr, sehr schön. Und ich finde es ja immer wieder kurios dann, das reflektierst du ja am Anfang, dass dir anscheinend vorgeworfen wurde, in Anführungszeichen, diese verrückte, also Grün und der Schmerz, das passt ja nicht zusammen. Was, genau, also, aber das ist ja irgendwie, also kurioser Vorwurf irgendwie an der Stelle. Nicht zuletzt, wenn man sich zum Beispiel Annette von Droste-Hülshoffs wunderbares Gedicht »Wie sind meine Finger so grün?« ich weiß nicht, ob du das kennst, anschaut. Da zerreißt das lyrische Ich Blumen, der grüne Saft läuft über die Finger und der Schmerz ist, also präsenter kann man es gar nicht haben. Und das ist auf einem gar nicht so metaphorischen Level, sondern auf einem ziemlich materiellen. Ja, da wird ein Bild aufgebaut, einfach, okay, das dann so stimmt. Aber wenn man eben einzelne Metaphern, gerade Metaphern aus dem Kontext so rausfingert, dann da ist ja auch die Literaturkritik, finde ich, misst sich da selber dran. Inwieweit kann sie nachvollziehen, ich rede jetzt nicht darüber, wie weit kriegt es der Dichter hin, das ist Grundvoraussetzung, aber wie weit kann sie nachvollziehen, dass man das nicht so rausheben kann, sondern dass man den Aufbau, den Kontext und die ganze Bildlichkeit des Gedichts an sich sehen muss, also auf welcher metaphorischen Ebene, in welchem Feld bewegt sie das und was benutzt es da. Und natürlich alles ist Metapher, das hatte ich vorhin versucht zu erklären. Und wenn dass die eine sagt, man ist unverständlich und man muss eben das Gefühl haben, dass man dadurch, dass man das einfach mitverfolgen kann, dass es eine neue Art zu denken gibt auf die Wirklichkeit. Also dass man ein Klischee kennt und das aber natürlich, es geht immer um einzelne Gefühle, es geht immer um die große Liebe, es geht immer um Unglücklichsein, es geht immer um die zerstörte oder schöne oder sonst viel Natur. Wir haben nicht mehr Möglichkeiten als Mensch zu fühlen, als die wir haben. Aber das neu darzustellen, das macht die Differenz aus. Man könnte ja sagen, wenn alles Metapher ist, wenn alles Bilder sind, dann ist das ja auch eine Lizenz zur Freiheit, mit diesen Bildern umzugehen. Und sie dann aber doch auch in ihrer Eigenlogik aus dem Text heraus dann zu entwickeln. Also ich hab das jetzt schon so verstanden, dass man es gewissermaßen in der
Eigenorganisation des Gedichtgebildes aus dem heraus dann auch verstehen muss. Und ich würde aber schon sagen, mit einer gewissen Freiheit kann man herangehen, aber dann ergibt sich sozusagen so eine Eigenlogik aus dem Gebilde heraus. Eben, genau. Das, ja. Und da denke ich wiederum, es geht auch wie eine Pflanze, wenn man das baut, es muss sich entwickeln und hat eben diesen... Auch, man hat selbst den Anspruch, es so ein bisschen zu beschneiden, aber dann doch so wuchern zu lassen. Mhm. Und dann hinterher denkt man sich, ist es hübsch geworden oder nicht so richtig? Und dann passt das nicht einfach. Und da habe ich zu viel rumgepfropft und da habe ich vielleicht zu viel gewollt und zu viel jetzt wirklich tatsächlich Bewusstsein und Willen und Können und sonst was reingesteckt. Mhm. Was mir sehr gut gefallen hat, das war die Vorstellung des Dichters als Wirt. Also wenn die Pflanze und der Dichter oder das Gedicht und der Dichter in so eine Wirt-Gast-Beziehung tritt, dann hat man ja gewissermaßen von der ganzen Ausgangskonstellation ja schon so, oder wir von unserem Seminarkontext her fänden das jetzt spannend, weil man dann ja schon in so einem organologischen, pflanzlichen Zusammenhang denkt. Ne? Also da ist gewissermaßen die ganze Konstruktion her schon vom Pflanzlichen her gedacht. Und das fand ich einfach ganz schön, weil man dann ja auch diese Wirt-Gast-Beziehung, die kann ja sehr unterschiedlich ausfallen. Ne? Man kann sich kümmern um seinen Gast, man kann ihm Aufenthalt gewähren, man kann ihn nähren und so weiter. Ja, oder stutzen, wie in so netten. Also, ich habe ja eigentlich... Sie meinen die Form jetzt vor allem, denke ich. Ja, überhaupt. Also ganz unterschiedliche Weisen, ne? wie sozusagen dieses Verhältnis von Wirt und Gast dann gestaltet werden kann. Ja, also für mich wäre das ein Problem der Form eigentlich, weil mehr Stutzen bedeutet also strengere Rhythmen, strengere Handlungsanweisungen von außen, die dann den Inhalt aber auch so zurichten nun mal. Und die Freiverse sind, denke ich, mitunter am schwersten zu machen, weil da muss man eben... eigenes Größenverhältnis haben, wenn sie eine Pflanzenmetapher wollen. Will ich jetzt einen Mammut machen? Wird das ein langes Gedicht? Wie fängt das lange Gedicht an? Oder wird das ein ganz komprimiertes, kleines Ding jetzt? Mhm. Und das, da wird es dann auch ein bisschen dubios in dem, was man wählt und was man dann sieht, was passiert ist am Schluss. Klar, dass man flätten wird. Ja. Aber das teilen ja dann Texte oder lyrische Texte und Pflanzen auch, die Rätselhaftigkeit sozusagen, ne? die metaphorischen Ebenen, die sich teilweise auch dann wahrscheinlich nicht ganz erschließen lassen aus dieser menschlichen Perspektive. Ja, was ich eben vorgelesen habe, ist eben auch, dass tatsächlich ein Gedicht, wenn ein gutes Gedicht sollte, immer wieder neu interpretiert werden können und ohne diesen Rest an Rätselhaftigkeit bleibt es entweder im einen Sinn dieses Klischee, grün wie die Hoffnung bin ich heute, morgen, übermorgen. Gut, das können wir alle dazu nicken, das ist eine Sache. Und dann wiederum, das, was die Freiheit des Dichters, geht ja nicht darum, dass man völlig rumspinnt und aus allen Bereichen was zusammenklappt. Natürlich kann man sich dann Gedanken drüber machen, muss man aber auch einfach nicht. Ja. Und in diesem Zwischenraum bewegt sich das Gedicht sicherlich. Insofern ist es ein Zuchtexemplar, würde ich schon sagen. Ein Zucht zwischen... dem Wissen der Tradition und dem, was man gerade aufnimmt, das insofern wird das gar nicht schlecht. Ja, was mir auch gut gefallen hat, Sie haben, weil Sie jetzt Tradition nochmal gesagt hatten, Gedichte sind Kettenbriefe durch die Jahrhunderte, haben Sie an einer Stelle mal gesagt. Wenn man das jetzt in so eine Pflanzenmetaphorik übersetzen wollte, könnte man ja auch sagen, Sie sind dazu angetan und aufgefordert, dass Sie auch zerstreut werden und dass Sie weitergetragen vom Winde verweht werden sozusagen. Ja, ich kann immer nur über den Entstehungsprozess, weil ich mir jetzt noch, die sind ja schon seit einer Weile geschrieben worden. Aber bei Gras zum Beispiel hat man natürlich, man kennt Walt Whitman und die ganze Leaves of Grass und Bullock, man kennt dann Brinkmann, hat ein Gedichtband geschrieben in den 70er Jahren, da geht es eben um diese Momentaufnahmen, ich weiß immer nicht, wo ich hingucken soll, diese Momentaufnahmen von der zerstörten Umwelt, wo auch dieses ganze Kino, das neue Kino, und die Schlaglichter, also er sieht dann irgendwas nicht. Er kommt aus dem Flughafen, das war ganz schrecklich, und kommt ins Motel und da sieht er die Fetzen von Papier in der Wand, benutzter Liebe, und dann sieht er ein Stückchen Gras vor dem Motel, und das ist dann so der Rest von Hoffnung. Und das hatte ich eben mitgedacht, natürlich, während ich es schreibe. Und haben Sie eigentlich auch an Dürers großes Rasenstück gedacht? Ja, das kleine, ehrlich gesagt. Das kleine Rasenstück, ja, das kenne ich sehr gut. Das ist eben
Das ist auch eine interessante Idee, das zu isolieren, natürlich aus dem, also das kleine Rasen, kennt ihr, das ist eine Zeichnung, und das ist wie so eine Art von Schaufel aus dem Boden genommen, und da reckt sich das Gras dann hoch, sicher. Ja. Also Gras ist einfach das Zeichen für, man übersieht es gerne, es ist einfach da. Ich denke auch, es wird sich durchsetzen. Und das hat auch ganz furchtbare Implikationen wie der Rasen. Mhm. Also denke ich, das ist einfach der Rasen, ist ja das, was wir, wie langweilig, der Rasen, Millimeter genau. Damit assoziieren wir natürlich unsere eigene Pedanterie oder Vorgärten, solche Dinge. Während das Gras dann wieder, es gibt wilde Gräser und solche Dinge. Für mich stand das Gras immer für Zeitlichkeit auch, denke ich. Also auch von den ganzen Sprichwörtern, die herkommen da. Oh. Gras über die Sache wachsen und irgendwann landet man dann, um das Gras von unten zu sehen. Diese Dinge, denke ich, assoziieren wir eben als Gras und mit Gras. Und was das Gras über uns denkt, ob das nicht vielleicht auch dichtet, das ist die andere Frage. Mhm. Und das war eben auch, was ich in dem Band Skizze vom Gras versuchte, ist auch mal die Perspektive, was natürlich super unmöglich ist und was extrem frustrierend ist, wenn ich anfange, als Tulpe oder Rose zu sprechen. Aber das weiß ich natürlich, und das ist trotzdem der Versuch, die Menschen mal so zu sehen und gleichzeitig darauf aufmerksam zu machen, was Pflanzen uns dann eben noch voraus haben. Also wir bilden uns ja ein, die Sprache und die Grammatik, und wir sind die schlauesten Lebewesen, auch die Spezies auf der Welt. Keine Ahnung, ja, vielleicht lacht sich das Gras halb tot und die Zwiebel kann überwintern, fast tot, und dann wieder austreiben. Wir versuchen uns einzufrieren. Das menschliche Genom wurde entziffert. Man dachte ja immer, es sind 40.000 oder 50.000 Gene. Es sind 23.000. Und der Mais hat, weiß ich, knapp 40.000, 39.000. Also wir können überhaupt nicht nachvollziehen, welche Grammatik und welche Sprache. Und da ist so ein ansatzweises Tasten da. Und das Interesse immerhin. Und da finde ich eben in dieser Demut und gleichzeitig auch dieser Pseudo-Allmacht der einzelnen Dichterpersönlichkeit, das überschneidet sich im Gedicht. Und in einzelnen sehr, sehr guten Texten wird man darauf wieder hingewiesen, dass man nichts ist, dass man alles ist. Also diese, ja. Du hast das ja in den Poetikvorlesungen mit Blick auf das Zebra auch besprochen. Ne? Also die Frage, wie kann man aus der Position, aus der Perspektive eines Tieres schreiben, und stößt dann sozusagen auch an viele, viele Grenzen und sagt so, also bis dahin und nicht weiter, das funktioniert nicht. Und jetzt hast du es für die Pflanzen aber auch nochmal versucht. Genau. Das Zebra fand ich modisch interessant, wegen genau diesem Outfit hier. Genau. Quasi. Also es ist ja toll, und es gibt verschiedene Theorien über das Zebra, warum das so gestreift ist. Das eine, und das andere ist eben, dass man ist als Gedicht aus der Perspektive, ist das Fischgedicht von Mörike, kennt ihr das? Mhm. Fisches Nachtgesang. Das beste Tiergedicht in der besten Perspektive, das sind lauter Bindestriche. Mhm. Ist ein visuelles Gedicht, das hat wirklich, da steht gar nichts drin, kein einziges Wort. Und da hört es halt auch auf, dann ja. Gut. Aber du versuchst ja trotzdem, was du auch anthropomorphes Erzählen oder anthropomorphes Sprechen nennst. Ne? Also ein Versuch der Aneignung und des Versprachlichen jenseits einer anthropozentrischen. Also das versuchst du ja sozusagen so gegeneinander zu legen. Ne? Anthropomorphes Sprechen, weil man kommt ja nicht aus dem Anthropomorphen raus. Ich denke, raus. Es gibt kein anthropomorphes Sprechen. Gibt es nicht? Weil es gibt Sprache der Pflanzen, die wir vielleicht Sprache nennen, die was ganz anderes sein kann. Und das andere ist einfach immer eine Aneignung. Mein Versuch hört da auch dann auf. Sicher, ja. Also es war frustrierend. Vielleicht können wir einfach mal... Ich lese genau, einfach mal, das kann ich besser. Wir hören mal was Frustrierendes. Gar nicht frustriert. Von diesen Flora-Gedichten zum Beispiel. Genau, ich lese mal. Ich hatte vorhin gesprochen über die Rosengedichte, wo es wunderschöne gibt. Und Gloria Day ist eben diese eine Sorte Kulturrose. Auch eine gelbe Rose, wie bei Emily Dickinson. Wir Rosen sind eitel, kommen zu häufig in Märchen vor. Da sind wir prächtig und tragen Dornen. Wir werden angefasst, wir lassen bluten, wir besiegeln den Fluch. Nachts in eurer Schlafstadt, wenn ihr in das andere Märchen abgleitet, in Schlaf, wenn ihr hilflos Signale versendet, Schweiß, Stöhnen, eure eigenen Strahlenblumen der Angst züchtet, sind wir immer noch da, wo ihr uns vermutet? Im Schlossgarten, auf dem Friedhof, im Brautstrauß.
immer auf euer Blut aus, auf Verletzungen. Gloria Dei, wir bleiben stets diese Verbindung zum Bösen, die so voll Schönheit ist, dass es euch unsicher macht. Musik, eine Wolke, Duft, ein Ballon. Sie kommen, verschwinden, wie eure Angst ohne Anmeldung. Nun, mehr haben wir nicht gewollt. Bedichtet uns wieder und wieder. Nennt uns Lichtpflanzen, Überbleibsel der Morgenröte auf Erden. Egal, doch beschwichtigt uns. Dann habt ihr eine Chance. Ich lese noch zwei, drei. Ja? Mhm. Löwenzahn. Wie ich den Wind liebe, er kämmt Gräser und schleift Steine glatt. Lenkt meine Samen. Er ist immer da, mal stärker, mal schwacher. Wenn ich den Wind mit euch vergleiche, so wie ihr alles vergleicht, schneidet ihr schlecht ab. Er bemühte sich nie, mir einen Namen zu geben, wie ihr. Und dennoch, ich bevorzuge ihn. In seiner körperlosen Präsenz ist er mein Vater und Herr. Seine Art, mich zu berühren, zielbewusst, ohne falsches Gefühl, den Regen zu bringen, Gerüche. Er lässt mich vergessen, wie kleinlich die Welt ist, die mich Unkraut nennt. Erstaunlich, dass ihr über die Runden kommt, ganz ohne Besitz, ohne eigenen Platz am Boden. Noch dazu seid ihr schwer, wie beladen mit 10.000 Blüten. Dass ihr nach eigenen Regeln lebt, kann ich nur vermuten. Wie froh ich bin, keine Gesetze zu kennen, die so viel Zerstörung bringen, so viel Leid. Und die Tulpe. Tulpe. Wenn ich einschlaf, entferne ich mich nicht aus dem Garten. Ich bleibe weiterhin dort, nur nicht so sichtbar wie ihr. Büsche, Hecken, Angestellte des Lichts, Freunde der Existenz. Klaglos, da in eurer Logik Licht, jedes Licht, Bedeutung hat. Leiser Neid? Nein, denn ihr Lieben, während ich den Schatten erkunde, wiederholt ihr euch im Sonnengebet, ein Ritus, der euch gefällt, mir aber langweilig vorkommt. Das heißt, da ist ein Abgrund zwischen uns. Ihr seid immer noch Mädchen für alles. Ich aber, großartiger Importeur, kann beim Dunkel bestellen, was ich als Erinnerung will. Graubraun, gelbgrau, mausgrau, geträumtes, endlose Variation. Wisst ihr, Licht, wenn es richtig gleißt, weiß nichts von Nuancen, entfärbt vielmehr alles, hat etwas Einebnendes. Meine Versprechen sind haltbarer als euer Schnee. Ich werde im Frühling zurück sein, in feinem Kleid. Ich komme euch besuchen und werde leuchten. Versprochen. Und ihr erzählt mir etwas von mir. Wie sie mich alle vermissten und langsam begannen, den Schnee zu hassen, den Frost, um mich zu beneiden, die ich warm im Erdreich schlief. Einfach schlief. Ein Bewusstsein, das überdauert. Vielleicht dann eine Pflanze, die jetzt in einer Szene geschildert ist, in der sie nicht wirklich natürlich vorkommt, sondern als Tee, das Veilchen. Also ein Veilchentee. Veilchen. Was fragst du? Nein, ich habe nichts von dir behalten. Höchstens den Duft von Veilchen, unaufdringlich und beständig. Hellblauen Tee trankst du linkshändig. Ein Duft wie Porzellan, zu zart, um zu veralten. Und ich erinnere die Fragen, die ich dazu stellte, die vielen von dir angefüllten Stunden, die vielen Fragen auf dich ausgekippt. Die Zubereitung jeder Tasse, einzeln, immer nur daran genippt. Die Antwort, dass wir sinnlos miteinander spielen, ist leider wahr. Und wie wir sanken, eine Handvoll Blüten, die Antwort hässlich dennoch wahr. Am Grund der Treffen grundlos wüten. Ja, ich vermisse dich auch dieses Jahr. Doch endlich darf ich dich als Geist behüten. Am Tassenboden ist ein Muster und ich sehe klar. Ja. Dann hatte ich, also Sonette bringt es ja immer mit sich, dass man dann irgendwann nach zwei Quartetten und drei Zeilen so eine Art von Konklusion und Frieden kommt. Deshalb schreibe ich nicht sehr viele Sonette. Aber ich habe dann eins über die grüne Dahlie geschrieben. Mhm, die kennen schön. Sie vielleicht, mhm. Ja. Ja. Das ist nun wiederum
aus der Sicht dieser armen Dahlia geschrieben. Sie wissen vermutlich dann mehr darüber. Die wurde, sie gab es, glaube ich, als Zeichnung erstmal nur eine ganze Zeit lang und wurde dann wieder entdeckt und auf dem Botanischen Garten in Hamburg manchmal ausgestellt, wo sie dann mit riesigen Schildern, so wie Verkehrszeichen, immer hier ist unsere grüne Dahlia, weil sie war weder besonders hübsch noch besonders auffällig noch prächtig. Sie war einfach selten und eben Zuchtgewächs. Ja, und hier geht es wohl um Auffallen und Schönheit. Grüne Dahlia. Weil ich grün blühe, weil ich lang, lang verschollen war, weil er mich Georgine, Gottes Wunder, nennt, weil ich anscheinend als süße Laune der Natur da bin, keiner den Trick zu meiner Züchtung kennt, weil ich fehlte und ihr die Sammlung gern komplett habt, weil ihr Botanikrätsel gern gelöst seht, ihr wissen wollt, was man euch nicht verrät, mein zarter Kopf so attraktiv und nett steht, wurde ich hier in den Garten gepflanzt. Hier zwischen bunte Schwestern, nur weshalb? Zur Strafe, dass ich so lange verborgen war? Dass ich fast 150 Jahre lang nichts als ein Porträt war? Eines, das nicht einmal zeigt, wie ich wirklich aussehe, sondern unscheinbar? Ja. Dazu passt jetzt umgekehrt mal, also jetzt Pflanze als Metapher, das hatten Sie gefragt, ob ich das lese? Mauerblümchen, ne? Mhm. Dann, genau, sind wir auch wieder in den Flora-Gedichten. Mhm. Mauerblümchen ist das letzte von den Punkten. Ja. Mhm. Es gibt Zeiten, da werde ich zum Mauerblümchen. Sitze dicht an der Wand aus gestapeltem Stein, betrachte die Tanzenden im grellen Licht, sogenanntem Bühnenlicht, heller als hell. Man sieht jede feine Ader, jeden Tropfen Schweiß. Nur ich bin kühl, unangefochten, im Schatten eine Königin, weil mich niemand sieht und beurteilen kann. Als Einzige nicht auf Facebook kann ich weder kritisiert noch beschimpft werden. Niemand kann mich durch einen einzigen Klick verschwinden lassen wie einen zahmen Geist. Niemand merkt mich jemals. Im Dunkeln bleibt Herrschaft ungeteilt. Auf die Steine und mich fällt langsamer Regen in uraltem Rhythmus. Er schwemmt die Sichtbaren fort, ihre Tänze. Ich kann mich endlich loben dafür, dass ich meine eigenen Regeln strikt einhalte. Hier an der Mauer gibt es kein Bedauern, keine Bedürfnisse, kein mitleidiges Licht. Ja. Durch die Blume gesprochen. Es ist durch eine ganz kleine Blume gesprochen, ja. Ja, es geht letztlich um Sichtbarkeit und um das, was wir sehen und was wir wissen über das Gesehene und wie wir das in uns verarbeiten können. Und ich glaube, die Pflanzen kümmern es letztlich nicht, was wir da denken. Mhm. Aber es ist trotzdem spannend, dass du, wie gesagt, immer versuchst, wiederum diese Perspektive, das Ich sozusagen, dir da anzueignen, im Bewusstsein dessen, dass es nicht funktioniert. Und du brichst das dann ja auch immer so ein bisschen mit Humor und Witz, ne? Und vielleicht selbst es an der Stelle. Aber dann am Ende ist der Versuch sozusagen dann doch, und das nächste Gedicht kommt dann doch nochmal eins. Ja, ne? Es ist natürlich ein Versuch, auch nicht nur originell zu sein, sondern tatsächlich so irgendwas zu lernen oder auf ein gewisses Problem, mich selber darum zu kümmern und vielleicht dann was zu erfahren auch darüber. Mhm. Und das ist keine wirklich direkt, das ist ja kein politisches, es wurde jetzt viel Ökolyrik genannt und sowas, aber es ist keine in dem Sinn Kritik, sonst würde ich einen Leitartikel schreiben, aber es ist schon eine Problematik, die man so sieht. Und Perspektivwechsel ist natürlich immer eine schöne Sache. Man lernt was. Ja, es ist einerseits der Perspektivwechsel und gleichzeitig auch so eine Inversion von gängigen Vorstellungen, zum Beispiel von Licht und Dunkel. Ne? Also Licht und Aufklärung, die wir positiv konnotieren, mit Wissen konnotieren. Und das Tulpengedicht nimmt jetzt einfach die ganz andere Perspektive ein und zeigt uns die Hochschätzung des Dunkeln sozusagen. Ja, also ich meine, das ist natürlich auch in dem Kontext, dass man inzwischen schon von, man kriegt ja kaum noch Dunkel in der Stadt. Ne? Also es ist alles hell, man spricht von Lichtverschmutzung. Da haben sich eben Dinge auch so verändert und so umgedreht, dass man diese positiven, also die ursprünglichen Idyll-Konnotationen so gar nicht mehr sehen kann. Aber die Nacht brauchst du ja auch für die Lyrik, wenn man sozusagen ne, die Poetik-Vorlesung sich nochmal anschaut, die Prosa für das Tagwerk.
Ja, das ist gar nicht so, das ist sehr prosaisch gedacht, weil nachts ruft nicht ständig wer an oder der Briefträger klingelt oder sowas. Man wird nicht dauernd unterbrochen, hat man seine Ruhe. Ja, das sind die Produktionsbedingungen. Aber also dennoch mal, wenn du sagst, letztendlich ist es keine Ökolyrik oder also sie möchte gar nicht so viel, wie man ihr zuschreibt. Wenn du für Gärten aber plädierst, ja, mit Floras Lied, ne, das ist ja nochmal so auch ein schöner, schöner Text, der ja nochmal am Ende wirklich sagt, also zieht in die Gärten, lebt dort als Gegenform des Paradieses. Paradieses ist ja einfach vorbei, ne, da sind wir jetzt raus, aber können wir uns nicht so einen schönen planetaren Garten machen? Ist das nicht vielleicht eine gute Idee? Da muss ich jetzt eigentlich nur das Gedicht antworten lassen. Aber ich denke, ja, also der Garten könnte eine Wiedergutmachung sein. Mhm. Ich sehe da als Garten auch Tierparks oder solche Dinge, dass der Mensch einfach ein paar Sachen pflegt und hegt und Ruhe lässt und vor sich selbst dann beschützt und für sich. Das ist vielleicht die eine Sache vom Garten. Und wann wir dann letztlich als Menschen von irgendwelchen KI in Gärten und gehalten und gezüchtet werden, ist die andere Frage. Also ich versuche drauf, also auf diese Demut viel abzuheben, bei allem Wissen, das wir jetzt haben. Und Wissen finde ich total klasse, also super geil. das ist klasse. Ich habe verschiedene 10 Garten Hochsommer, aber Floras Lied einfach, ne? Eines vielleicht noch, das sind eigentlich, glaube ich, mit der Zeit relativ am Ende und können uns eines noch, ja, Floras Lied noch eines wünschen, Friederike? Oder? Ja, dann würde ich Floras Lied. Ja. Zum Abschluss dann noch. Und du, willst du den Wald? Wir machen erst Floras Lied. Floras Lied. Nicht die ganze Welt, aber alles, was blüht, Bäume, Sträucher, Kräuter, wird von mir verkörpert, einer einzigen Frau. Ich zeige mich blühend, Sinnbild des Schönen. Andere Frauen beneiden mich. Und doch, mir ist diese Schwäche für Schutzräume eigen. Rückzüge, Gärten, begrenzte, doch gierige Körper. Körper, die ihren Charakter als Zufluchtsort kennen. Strategisch bepflanzt für Lesende, Liebende, all jene, denen die Möglichkeit innerhalb Mauern unendlich erscheinen. Vielleicht nur dort. Ihr habt alles verlassen, was euch nicht genügte. Das Paradies vor allem war unzureichend. Grenzenlose, fehlerfreie Weite. Der Regen gab seine Regenschau perfekt ab. Absolut winterlich alles. Schnee stäubte die Oberflächen ein. Doch nichts trug sich auf dem Rücken des anderen zu. Genome wurden nicht entschlüsselt, wozu auch Krankheiten kamen nicht vor. Die Strahlen, keine Belastung. Kein Glück im Schattenriss der Katastrophe, kein Glück. Versteht mich nicht falsch, nicht, dass ich euch Kriege wünsche. Flutwellen, Seuchen, nichts von all dem sollt ihr erfahren. Doch erzählt euch bitte davon, wisst es. Genießt eure Welt, unsicher, wie sie bestellt ist. Doch tut es mit Vorsicht. Trefft Vorbereitungen für ernste Fälle. Alles ist besser als dieses pelzige Nichtstun, das nichtsnutzige Vegetieren. Wofür überhaupt? Es galt im Paradies ein Nicht-Sterben und Nicht-Werden, schieres Dasein ohne Sorge, Nicht-Sein. Die Zweige ragten ewig, fruchtbeladen in den satten Himmel, lebten nicht. Verwunschener Ort? Möglich, doch erlebte nicht. Ihr hattet keinen Hunger, nie. Ich plädiere für Gärten. Zieht in Gärten, lebt dort. Gärten als Gegenform des Paradieses. Gärten eurer immerwährenden Sorge überantwortet. Pflegenden Händen. Solche, die aus Liebe und andere, die aus Trauer pflegen. Beschäftigte Hände, ähnlich Odysseus Händen, unerbittlich und hartnäckig. Keine noch so perfekte Insel konnte dagegen ankommen. Keine Nymphe Kalypso ihn einlullen. Nehmt dies bescheiden als Trost, dass ihr loslassen müsst, im Leeren den Sinn selbst erschaffen. Genau, ich könnte jetzt noch ein Riesenthema mit Gender aufmachen, das mache ich aber nicht. vielleicht, Barbara, wolltest du noch? Ich denke, das ist eigentlich ein ganz, ganz schöner Schluss, weil er unser Gespräch so schön abrundet. Also auch dieses Plädoyer für das Leben, für das Sorgen, für das Lieben und für das Erinnern vielleicht auch und für das Weitertragen auch. Ja, das ist im Moment ein bisschen, ja. Also es ist jetzt sehr, sehr mit sehr viel Pathos gesprochen, aber ich denke, dass es das Gedicht schon auch uns anregt, auch diese positiven Seiten nochmal deutlicher zu machen und der Kriege zu erinnern, aber dann auch
andere Perspektiven einzunehmen oder sie vielleicht sogar als Aufforderung zu nehmen, um zu hegen und in Gärten zu ziehen. Genau. Und in der Hoffnung, dass es bald wieder alles so schön grün ist wie das hier und man draußen zusammen sein kann, in den Pflanzen, mit den Pflanzen, dichtend über Pflanzen und mit den Pflanzen. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Silke Scheuermann, dass sie den Weg hierher gefunden hat und so schön aus ihrer Lyrik gelesen hat. Wir werden das weiterführen im Seminar im Sommer genau. Auf jeden Fall und freuen uns darauf schon. Das ist eine schöne Brückenveranstaltung auch, weil wir jetzt in die Gegenwart gehen im Sommer, in die Gegenwartsliteratur und da passt das ganz schön hier. Und was kommt denn da? Ja, wir machen dann 20. 21. Jahrhundert auch, um in der Sprache der Blumen zu bleiben, querbeet. Yes. Wir überlegen noch ein bisschen, vielleicht kommt Silke Scheuermann auch noch mal vor. Ich denke schon, auf jeden Fall. Ganz sicher, ja, genau. Ja, gut, und damit tschüss und schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, danke Ihnen. Perfektes Timing.